Willkommen zum zweiten Teil. 4000 Karten, Leute. Wir gehen direkt zum nächsten Einsender. Jan, Jan sendet uns einen fürstlichen Glumander. So krass, 400 Euro mittlerweile für so eine Karte im PSA 10. Leute, es gibt so viele, aber die Nachfrage ist einfach größer, deswegen steigt der Preis einfach. Genau wie Bulbasaur in Shadowless. Auch sehr, sehr geil. Ich mag den Rand davon halt, den Shadowless-Rand so gesehen. Ich finde dieses knallige Gelb-Gold, so, das ist, sieht irgendwie viel, viel geiler aus als eine normale mit dem Schatten halt. Die Shadowless ist da irgendwie ein bisschen geiler. Charmander auch in Shadowless. Weiter geht's mit Mustafa sendet uns 17 Karten ein. Ja, deutsche erste Auflage, das sieht man nicht jeden Tag. Hier auch eine englische. Ultra Rares, Secret Rares, alles dabei. Mega, vor allem deutsche sind ja auch schwierig zu bekommen. Weil wenn man jetzt so Richtung LOB geht, da Minzu Sachen bekommen in Deutschland ist sau schwierig. Danke dir fürs Einsenden, Mustafa. Sehr, sehr schöne Yugi-Karten. Weiter geht's mit Fabio. Fabio sendet uns einen Quapo ein, und zwar einen japanischen. Sehr, sehr schönes Holo. Danke dir fürs Einschicken. Weiter geht's mit Frank. Oder wie man den Namen so richtig ausspricht, weiß ich noch nicht. Aber du weißt ja Bescheid. Spätestens, wenn du diese schönen Karten von dir wiedererkennst. Das ist ja Bier. As Biros. Ich weiß nicht mal genau, wie man den ausspricht. Aber der ist ja super cool. Ist das, ja. Das ist das entweder, ich glaube, das ist Portugiesisch. Dieu de la Destruction. Also Destruction ist auf jeden Fall auch Spanisch. Boah, ich weiß nicht, Portugiesisch vielleicht. Naja, entweder Portugiesisch oder hört sich auf jeden Fall so ähnlich an. Oh, eine Baseballkarte. Signiert. Nice. Kannte ich noch nicht. Weiter geht's mit. Ui. Kommt noch einer. Dennis. 8 Karten. Holnuna. Glurak, natürlich unlimitiert. Kann man alle einsenden mittlerweile. Ich finde auch die ganz normalen unlimitierten Holos von Baset kann man alle einsenden. Natürlich im Englischen. Das ist sowieso extrem teuer geworden. Ja, die sehen ziemlich geil aus. Wie so Farbkleckse. Mega. Schönes Holo, hier seht ihr das nochmal. So ganz viele Farbpigmente quasi. Echt schön. Weiter geht's mit Martin, 20 Karten. Japanisch. Sehr schön. Japanisch, Japanisch. Auch nicht jeden Tag. Ich mag die japanische Schrift total. Sehr schönes Würdel. Oh. Ich finde einfach optisch gesehen, sieht diese Schrift einfach so geil aus. Auch hier, ich finde, das sieht viel geiler aus als im Englischen oder Deutschen oder whatever. Die koreanische Sprache finde ich auch ziemlich nice. Hier haben die einfach GR und dann. Ja, einfach nice. Schöne Karte. Und ein Pikachu. Danke dir, Martin. Christian. Fünfmal Yu-Gi-Oh! Sendet uns einen Cyberdrachen fürs erste Auflage. Boah, ich glaube, ich hatte mal hier so einen. Ich leider nicht mehr. Die dunkles Magiermädchen, sehr schön. Schöne Karte hier und die fünfte. Danke dir fürs Einsenden. Sascha, 10 Karten. Ein VMAX, ein Promo, Charizard Mew. Geil aus. Könnte auch hier so ein Goku sein mit Kamehameha. Jo, ist das hier diese. Ja, ne. Ich dachte erstmal so, wow, was ist das für ein Pokémon? Ja, das Pikachu ist ja so nice, finde ich. Das ist so cool. Das mag ich voll. Hab ich auch noch nie nicht so oft gesehen bis jetzt. Auch sehr schönes Pikachu. Pichu! Neo Pichu. Und nice. Danke dir. 10 Karten. Weiter geht's
Upsala. Upsala, hier habe ich ja fast meine Kamera weggehauen. Leute, bleibt kurz dran. Wir haben Andrew. Genau, Andrew hat uns hier angesendet. Eine echt geile Karte hier aus Baseball. Ich mag diese alten Baseballkarten. Die haben hier so. Ja, die haben so ein bisschen Geschichte, die haben so Karikaturen, die Art und Weise, wie die gemacht sind. Sehr geil. Danke dir, Andrew. So, Leute, nicht wundern. Jetzt ist wieder alles gut. Weiter geht's. Robert hat gerade eben hier meine Kamera total weggehauen. Zweidack, First Edition, Fossil, Rayquaza, schönes Pikachu. Jede Menge Neo, die kann man auch alle einsenden. Ich weiß noch die Zeit, wo man gar keine japanischen Holos eingesendet hat, weil die einfach wirklich die 2-3 Euro wert waren. Ich habe damals 1 Euro pro japanisches Holo gerechnet. Ja, mittlerweile gehen die halt PSA 10 für ein paar 100 Euro weg. Das ist crazy geworden. Mew, in Promos, ich hatte auch mal so hunderte davon. Habe ich leider nicht mehr. Schönes Bild. Die Teile alle hier. Auch hier sehr schön. Das ist ja eine schöne Karten ausgesucht. Oh, und da hat jemand hier ein paar Charizard. Ja, eine OC-Karte. Also Off-Centered heißt das dann. Sehr, sehr schön. Ja, hier sieht man das. Commander. Pikachu. Auch geil. Die beiden. Ja, die beiden Big Boys quasi aus der zweiten Generation. Danke dir fürs Einsenden. Dennis, 10 Karten. Darkblaster ist Dark Albert Kluger First Edition. Tja, der gute Junge, damit hat mein Werdegang alle damals eingefangen. Danke dir, Dennis, fürs Einsenden. Mit First Edition Kluger. Ja, er hat sich quasi durchgezogen. Ich meine, ganze, ja, Pokémon-Laufband, wenn man so sehen will. Alexander, 34 Karten. Wir haben hier. Moment, ich nehme die mal einfach alle in die Hand. Wayne Rooney in limitierten, ja, so. Ich glaube, Tri-Card heißen die. Hier, die zum Beispiel ist die 3 von 6. 3 von 60, sorry. Dann haben wir hier die 4 von 10 und die 5 von 5. Das hier ist hier die seltenste 5 von 5. Also das heißt, es gibt 5 Karten davon. Und das ist die Nummer 5. Hier wäre es die vierte aus den 10 Karten an 10. In der Holo-Variante gibt es auf der Welt. Das ist richtig krass, weil man teilweise 5 Karten, also 5 auf der Welt von einer. Hier ist auf jeden Fall einer Rooney-Fan. Da Reina, das ist seine erste Rookie-Karte. Oh, die hat hier Red Hot. Sind auch limitiert, sind auf 7500, das ist auch nicht so wenig, aber sie sind halt sehr schwierig zu bekommen. Das Futera aus meiner 97, David Beckham, Mbappé, ein Haaland Rookie Sticker, wow, von Sir Davis, der ist nice, 125, also 125 gibt's und das ist die 112. Karte davon. Spieler, der jetzt Champions League gewonnen hat mit FC Bayern und ja, gut im Preis abgegangen ist. Och, das sind aber echt nice Karten. Das sind ja diese geschnitten von 10, 9 und 99. Oh, Ronaldinho, eins meiner Lieblingsspieler. Sehr schön. Maradona, wow. Maradona von 2. Karte von 25, sehr selten. Und dann Maradona Autogramme sind sehr, sehr schwierig zu bekommen. Die sind dann halt echt teuer dann einfach. Ansu Fati geht absolut durch die Decke. Rookie. Ich krieg das hier Rookie, also RC-Card, Rookie-Card, deine ersten Karten. Das gibt es recht selten, dass das bei Pokémon, bei Fußball draufsteht, aber bei der steht's. Schöne Karte mit sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Dann noch mehr Ansu Fati Rookie, Ansu Fati Rookie und Ansu Fati Rookie Sticker. Oh, das ist sogar die First Print,
Die ist ein bisschen gröhlicher hinten. Und Mbappé. Danke dir, Alexander, fürs Einsenden. Und kommen wir weiter zu Ehren. 13 Karten, Glurak, Unlimitiert, Bisaflor, Turtok, Charizard. Wieder der Promo, der wird ganz oft dabei sein. Und hier so eine Fußballsticker, Ronaldo, Mbappé und Jamal. Der ist hier ganz frisch rausgekommen. Hier sieht er auch nochmal, das sind so die Sicherheitssiegel neu bei Tops Now. Weiter geht's. Dein Dion, ich spreche mir den Namen falsch aus, sorry. Messi, wir haben hier Rafael Nadal, das ist so ein richtig krasser Tennisspieler. Ja, so ein Boxer, Ronaldo, geile Mischung, Pokémon. Oh, da ist er. Mega, du hast einen richtig geilen alten Charizard hier ausgekannt. Charmander, danke dir. Und weiter geht's mit Cristiano. Jo, hallo. Tennisspielerin, ich glaube, ich fange an mit Tennis. Was meint ihr? Oh ja, doch, auf jeden Fall. Wow. Sehr schöne russische Tennisspielerin. Karte meine ich natürlich, ja. Und Basketballer, Select. Hui, jede Menge. Dirk Nowitzki. Ja, Dirk Nowitzki ist das. Einmal Football. Also. Und eine signierte Karte. Danke dir. Ja, hat es mir angetan. Kommen wir weiter zu Kai. Kai hat hier englische Crystal, sehr nice, Raichu, Eximius und Bisaflor. Danke dir für die 13 Karten. Benjamin, ich habe mir hier nochmal die Express quasi markiert. Ah. Einmal Magikarp und Charizard. Shining Magikarp und Charizard, sehr schöne Karten. Dann hier Pikachu's Birthday. Einzigen Non-Holo-Glurak von den älteren in der Legendary Collection. Gibt es auch als Holo-Version. First Edition auch schwierig zu graden. Wünsche natürlich die besten Grades, auch sehr schwierig zu graden. Sehr, sehr schöne Oldschool-Karten. Danke dir, dass du die hier einsendest. Ein Glurak und ein Blastoise. Hiervon, kleiner Tipp an mich, von mir, hier gibt es einen mit einem kleinen roten Punkt, das ist so ein Red Dot Blaster, das heißt der Error, das ist ziemlich selten. Kevin, du sendest uns hier auch ziemlich nice Karten ein, alles Evos, Mega Charizard, Evo und Mega Charizard. Danke fürs Einsenden. So, Erik, 75 Karten. Evos, Zapdos, Fossil, Pikachu. Ja, Pikachu ist einfach so legendär. Ich glaube, jeder Mensch auf dem Planeten kennt Pikachu. Noch vor Glurak. Vor allem, ja nicht nur Jungs, die den mögen, aber halt auch alle Mädels. Sind das auch immer ziemlich wichtig. Das ist auch bei Pokémon, finde ich, halt ziemlich geil, dass irgendwie jede Altersklasse irgendwie Pokémon irgendwie doch irgendwie entweder süß, geil, cool oder irgendwas findet. Ist halt mehr Mainstream, finde ich, Pokémon als Yugi. Yu-Gi-Oh! Ist halt mehr spezifisch. Das ist halt mehr Monster. Das ist halt weniger dieses Cute, was man irgendwie auf allen möglichen Produkten implementieren kann. Erik, danke dir. 75 Karten. Jede Menge. Danke dir. Dann haben wir Lukas. 3 Booster. First Edition Base. Guter Kauf, würde ich sagen. Kommen wir zum nächsten. Steve, sendet uns 69 Karten ein. Natürlich die lila Charizards, V-Max-Karten, Xenmew. Ah, das ist so nice. Wiederholen sich tatsächlich immer. Also aktuell ist sehr viel Base. First Edition Base, unlimitiert Deutsch,
In Base wird auch immer mehr eingesendet. Würde ich auch machen. Oder mache ich auch teilweise selber, weil die Starter nämlich auch gut gehen. Dadurch, dass die First Edition Starter halt so teuer geworden sind, hier die First Edition Base, kann man nämlich jetzt auch hier die Unlimitierten einsenden. Ich auf jeden Fall machen. Und das hast du genügend getan, Sie. Steve, danke dir. Kommen wir zu den letzten. Dimitri. Ja, mir natürlich. Charizard. Wie kann das auch anders sein? Oh, sehr schöne Karte hier. Tech-Team-Karte. Sehr, sehr geil. Sudowoo. Sehr schöne Shiny-Karte. Ach ja, ich mag diese. Das Pokémon hat einfach so geile Designs. Danke dir. Und als letztes Michael. 59 Karten. Grüße an dich, alter Bekannter, würde ich sagen. Und ja, wir haben hier Zapdos. Ach, wir haben hier wirklich alle. So ein Zapdos, Visaflor, Raichu, Quappo, Volnuna, Nidoking, Mewtwo, Magneton, Mashomai, Nidoking, Nakshan, Gyarados, Pipi, Glurak. Und zwar wirklich, die Dinger sind halt hardcore guten Zustand. Lustige Story dazu. Ich kenne Michael echt seit Anbeginn der Zeit. Also wenn ich hier rede, dann meine ich von, es gibt fünf Leute, die Pokémon First Edition irgendwie gesammelt haben und wir waren so die Ersten und ich wollte immer so sein Set haben, sein bestes Set und das sind die Karten von seinem besten Set. Also bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was die Karten gehen werden und ja, er hat ja noch jede Menge Non-Holos eingesendet. Die guten Starter, die Sternkarten. Hey, ich danke dir, Michael, dass du die Karten einsendest. Mich hat gefreut, natürlich wieder mit dir zu schreiben und mit allen anderen auch. Danke, dass ihr alle eingesendet habt und schaltet natürlich auf Teil 3 ein.